So, da sind wir in Sassau. Also, wir haben hier noch eine Quest, die gleich hier neben uns sein sollte. Das müsste hier irgendwo sein, bei dem hier. Der Scharlatan. Ha! Ich kenne dich! Von irgendwoher! Immer noch gut. Und wenn euren Gatten der Teufel Woher kenne ich dich nur? Was? Ich hab's! Der Traum! Du warst in einem Boot aus Knochen und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Was? Was redet er da? Na schön. Erzähl mir von deinem Traum. Der Traum, ja, der Traum ist wahr geworden. Ich träumte, ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel werden. Zartes, frisches Fleisch, ein Und das soll Hochgerüst, ich sein? ob Wild, Schwein Wer oder sonst? Rind. Wie heißt du, junger Mann? Heinrich. Heinrich. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich, bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Der Typ ist echt komisch. Sag mir zuerst, wer du bist und was du tust. Ich bin ein bescheidener, ärmlicher, kleiner Diener der Vorsehung. Gelehrter oder Händler, Gläubiger oder Heide. Ich wandle durch die Welt ohne Haus und Familie, habe nur meinen Wagen, in dem ich schlafe und biete den Bedürftigen Wunder. Ohne Sippe durchstreife ich diese Gefilde und bringe den Leuten die Wunder näher, derer sie bedürfen. Ich habe alles. Salben, Reliquien, wohlriechende Kräuter, seltene Gewürze, Talismane und Glücksbringer. Ah ja. Was erwartet mich, wenn ich dein Lehrling werde? Viel körperliche Arbeit und das Erlangen von Kenntnissen in Medizin, Theologie und weißer Magie. Du wirst die Werke der alten Gelehrten studieren und deine Nächsten zu verstehen lernen, indem du ihnen zuhörst und ihre Seelen liest. Nichts leichter als das. Deshalb hat Gott dich mir geschickt. Also, was sagst du? Ja, ich werde gern dein Lehrling. Wunderbar! Oh, du schöner Tag! Ich habe einen Nachfolger gefunden! Also gut, womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeiten. Oh. Ich habe ein Auge auf drei wertvolle Objekte geworfen. Aber sie sind sehr schwer zu bekommen. Fahre fort. Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des heiligen Prokop. Dann noch den Zweig eines Richtfestbaums und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers. Herr im Himmel, so viel? Na gut, aber eins nach dem anderen. Wegen des Zahns, das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen. Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenke gesagt. Aber das ist unwichtig. Aber ist das nicht Betrug? Ja und nein. Verkaufe ich den Zahn als den des heiligen Prokop, ist das sicherlich Betrug. Verkaufe ich ihn jedoch als den Zahn Prokops von Sassau, sieht die Sache anders aus. Ist es dann so wichtig, welchen Zahn ich dir bringe? Natürlich ist es das. Den Namen Prokop umranken in diesem Land mystische Kräfte. Ich trickse sie vielleicht hin und wieder, aber ich versichere dir, ich bin kein Schwindler. Zum Weinen bringen. Kommt und greift zu. Und wie soll ich an den Zahn kommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Denk dir etwas aus. Vielleicht überzeugst du ihn ja, dass er ihn vom Schmied ziehen lässt. Ob mager oder fett, alle Sorgen. Gut, ich werde ihn beschaffen. Wunderbar. Karotten,
Was ist ein Richtfestbaum? Du bist wohl kein Schreiner. Nein, ich bin Schmied. Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. Dann müssen wir doch nur irgendwo einen Zweig abbrechen, ein paar Bänder kaufen und uns selbst einen Richtfestbaum machen. Du verstehst nicht, junger Mann. Der Baum wird vorher von einem Pfarrer gesegnet und hängt an der größten Kirche weit und breit. Den kann man nicht einfach ersetzen. Oh, also gut. Der Baum hängt ziemlich hoch, nicht wahr? Sicher. Gemäß der Tradition wird er oben aufs Dach gehängt und die Kirche ist hoch. Und wie soll ich dann herankommen? Weiß ich auch nicht, aber irgendwie haben sie ihn schließlich hochgebracht. Gut, ich hole den Zweig. Dieser Talisman, wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Eine Katzenpfote? Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich. Dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Oh. Wie soll ich ihm den Glücksbringer abnehmen? Es wird sicher nicht leicht, aber du findest schon einen Weg. Wir werden sehen. Also gut, ich hole dir die Pfote. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet! Tu das, mein Knecht! Viel Glück! Naja, ich weiß nicht. Also, wo müssen wir hin? Da ist die Katzenpfote, da oben ist der Rischbaum. Und da wäre der Zahn des Knechts. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Der Typ kommt mir irgendwie schon sehr komisch vor. Also hier ist die Stadt, wo wir diese beiden Kollegen von uns angetroffen haben. Und ich kann mir hier gut vorstellen, dass wir hier Informationen rauskriegen, wieso die mit dem Kloster da Probleme haben. Also wir reden hier von Matthäus und Fritz und die sollen dem Kloster Geld schulden. Hier kriegen wir das garantiert raus. Guten Tag. Das sieht nicht gut aus. Was? Wovon redest du? Dein Zahn. Der tut sicher höllisch weh. Woher weißt du davon? Ja, ich bin Arzt. Als Mann der Medizin erkenne ich die Anzeichen eines kranken Zahns. Dein Gesicht ist aufgedunsen, du schwitzt und wie du atmest. Alles ganz typisch. Du bist Arzt? Das sagte ich doch. Und wenn du meinen Rat willst, lass ihn ziehen. In der Stadt gibt es einen Schmied. Nein, nein, nein. Nie im Leben begebe ich mich in die Hände dieses Schlechters. Ich verstehe.
Aber pass auf, ich kenne mich mit der Heilkunst aus. Ich könnte dich doch begleiten und dafür sorgen, dass alles gut geht. Das würdest du tun? Natürlich. Jesus, ein erwachsener Mann braucht einen zum Händchen halten. Mach dir nichts draus. Jeder noch so starke Mann hat Angst vom Zähneziehen. Ich weiß, aber... Dann gehen wir und bringen es hinter uns. Boah, ich bin verwundert, dass das geklappt hat. Hä? Das ist sicher schmerzhaft, oder? Keine Sorge. Es tut etwas weh, aber dann wird es dir schnell besser gehen. Wenn du meinst. Der Schmied ist doch da hinten. Wo läuft der Typ hin? Och, nö, oder? Hey! Hä? Ist hier ein Schmied? Oh. Dahin will er gehen. Oben wäre auch irgendwo einer gewesen. Da war ich doch auch schon. Kurz was gucken. Leider nichts Neues. Schade. Ja, Hundi, keine Angst. Es dauert nicht mehr so lange. Ich weiß nicht, ist das nicht Zeitverschwendung? Es geht sicher von allein weg. Was? Das geht nicht weg, sondern wird nur schlimmer. Je schneller der heraus ist, desto besser. Ja, ja, du hast wohl recht. Probier dich nicht zu drücken, mein Freund. Die Sonne versteckt sich hinter dem Haus, ihre Glut wird kalt, ihr Feuer geht aus. So, hier rein spaziert bitte. Ich kann das nicht. Es ist peinlich, aber ich bin ein Feigling. Ich schaff das nicht. Ja, wir sind fast da. Sei ein Mann.
Du hast recht. Gehen wir. Wow, schnell umgestimmt. In Ordnung. Dann mal los. Halt ihn gut fest. Alles klar. Na guck mal. Jesus Christus. Erst raus. Dieser Schmerz. Ob er ihn als Erinnerung behalten will? Ich nehme ihn. Was? Na gut. Ach, schön. Wo ist denn der Typ? Naja, den Zahn haben wir. Okay. Dann war da noch was. Wir müssen hoch ins Kloster. Ich würde mal sagen, da mache ich mir jetzt mal eine Schnellreise. Da bin ich doch selbst zu faul. Undi. Hallo? Die Schmiede habe ich gemeint. Hier war auch eine. Wir sind von hier irgendwo ganz runter. Nee, von hier ganz runter gelaufen, anstelle einfach hier hinzugehen. Da ist er. Ich probiere mal da hochzukommen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Wenn ich die Erfahrung mitnehmen kann, mache ich's. Das sind alles leichte Kissen, also das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Da ist er. So, neue Fertigkeit. Schlösser knacken. Nein? Na gut. Dann halt nicht. Gut, da hätte ich ja auch von unten drauf schießen können.
Nun gut, dann gehen wir wieder runter und holen unsere Belohnung. Da liegt der Zweig. Ich wollte eben mal kurz mich vergewissern, dass der auch da ist. Nicht, dass wir hier runterklettern und dann wieder hoch, weil er irgendwo hängen geblieben ist. So, da haben wir den. Jetzt müssen wir hier runter. Und dort müssen wir dann noch den diese Pfote kriegen. Und zwar kriegen wir die hier hinten. Das ist C. Gott sei mit dir. Du bist sicher der Glückspilz, von dem alle reden. Ja, das Glück ist mir in letzter Zeit hold. Aber das kann sich schneller ändern, als man denkt. Die Leute sagen, du hättest einen Glücksbringer. Ist das verboten? Nein, keineswegs. Ich finde es nur interessant. Warum? Also, drum spielen will ich nicht. Ah, ich kann den auch gebrauchen. So einen könnte ich auch gebrauchen. Dann geh zum Schinder, der besorgt dir einen. Ich kaufe ihn dir ab. Du willst meine Katzenpfote kaufen? Du machst Witze. Nein. Nein, ich will sie kaufen. Wie viel willst du dafür? Weil du es bist. Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Boah. Findest du? Tja, Glück ist nicht billig. Hey, läuft jetzt diese Schnepfe hier rum? Brauchst du Hilfe? Ich wollte gerade Taschendiebstahl machen. Nie weg.
Was haben wir geklaut? War da die Pfote dabei? Das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Scheiße. Wie viel? Na schön. Hier, bitte. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Aber ich behalte dich im Auge. Darauf kannst du wetten. Und übergib mir die gestohlenen Güter. So, jetzt will ich mal mit dem... Wegen deines Glücksbringers. Was ist damit? Lass uns dein Glück auf die Probe stellen. Spielen wir um den Talisman. Ha, wie du willst. Mein Talisman gegen deine Groschen. 100? Weißt du was? Ich hab's mir anders überlegt. Gib mir die Katzenpfote. Oder was? Oder ich breche dir ein paar Knochen. Glaub mir lieber. Geh und brüll jemand anders an, du räudiger Köter. Sicher. Lebe wohl. Hä? Hab ich schlechten Ruf, oder? Wegen deines Glücksbringers. Was ist damit? Ich kaufe ihn dir ab. Du willst meine Katzenpfote kaufen? Du machst Witze. Nein, ich will sie kaufen. Wie viel willst du dafür? Sind wir uns einig? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Komm. Sowas. Da hat sie mir noch mehr Glück gebracht, als ich dachte. Danke. So, ich kaufe dir jetzt einfach. Dann sind wir alle Probleme los und haben wir alles, was wir brauchen. Und wir haben eh genug geklaut, von daher. Ja. Gott sei mit dir. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Wunderbar. Na, was hast du für mich aufgetrieben? Der Zahn des völlig unheiligen Klosterknechtes Prokop. Das mag jetzt stimmen, aber es kann sich noch ändern. Man weiß nie, was das Leben bringt. Ah, mag sein, aber der war nicht leicht zu kriegen. Wenn hier jemand Wunder wirkt, dann ich. Salami, nun übertreibe mal nicht. Eine Katzenpfote, bitte sehr. Sehr schön. Hoffen wir, sie bringt uns ebenfalls Glück. Einen Zweig des gesegneten Richtfestbaums. Ausgezeichnet! Wie hast du ihn erlangt? Ich habe ihn heruntergeschossen. Nehmt euch in Acht vor diesen 1000 Sasser! Naja, es gab keinen anderen Weg. Das wäre also erledigt. Zum nächsten Thema. Besseres Fleisch als dieses werdet ihr nirgendwo finden. Was ist mit einer Belohnung? Nicht so schnell, junger Mann. Es gibt da noch etwas. Es ist kompliziert und heikel. Was denn? Fleisch, Abel, ein Tuch. Kalb, Rind und Huhn. Ein Tuch? Genauer gesagt, das Leichentuch eines kürzlich Verstorbenen. Ich soll die Kleidung eines Toten stehlen? Christus, nein! Ich brauche das Leichentuch, in das die Leiche vor dem Begräbnis eingewickelt wird. Und ist es wichtig, von wem es stammt? Es muss jemand sein, der ein rechtschaffenes Leben geführt hat. Ich kenne da jemanden, einen Mann namens Lokota,
der kürzlich verstarb. Also gut, wo finde ich ihn? Seine Familie wartet auf das Begräbnis. Momentan ist er in einer kleinen Kirche in Sasau aufgebahrt. Und wer war dieser Lokota? Ich weiß nur wenig, aber wenn man den Einheimischen glaubt, war er ehrbar. Hör dich ruhig ein wenig um. Alles Gute. Okay. Ich bin doch echt mal gespannt, wie ich das wieder machen muss. Oh oh. Okay, da unten ist er. Ich brauche also nicht hier hochzukommen. Scheiße. Die Kiste oben ist sehr schwer, die kann ich eh vergessen. Du hast hier nichts zu sagen. Glück und Gesundheit. Mein Beileid. Hab Dank. Ich wollte einem lieben Verwandten Lebewohl sagen. Ach ja? Ich kenne dich gar nicht. Ich glaube, ich bin dein Vetter. Ich kannte deinen Vater aus Kuttenberg und... Wusste ich's doch. Lügner, lass dich hier nicht wieder blicken. Möge Gott über dich wachen. Alter! Oh je, hat das wehgetan? Borajejo! Verdammte Scheiße! Au! Ey, auf dem Friedhof knüppeln, das hab ich auch noch nie gesehen. Du dreckiger Hund! Aber machen wir jetzt Damage oder nicht mit dem? Weit daneben! Ah.
Der Typ müsste doch fast K.O. sein. Scheiße! Aber wir treffen den. Au! Das nennt... Oh. Plündern. Was? Geht mit. Ja, wie das passieren konnte, weiß ich nicht. Aber... Ich muss noch mal was testen. Der Truhenschlüssel, wo ist er? Reicht leider nicht aus. Schade. Gibt es hier noch einen weiteren Eingang? Ich würde mal sagen, wir warten hier bis abends. So, bis dahin ungefähr. Dann schauen wir mal, ob wir da reinkommen, um ja, diese Sachen zu holen. Was glaubst du? Gott sei mit dir. Ich sehe, ein Verwandter ist verstorben. Mein alter Vater. Wir werden ihn alle vermissen. Darf ich mich von ihm verabschieden? Tut mir leid, aber ich kenne dich nicht. Und die Toten sollen ruhen. Ich will die Seele meines Vaters nicht stören. Du kümmerst dich um deinen Vater wie ein guter Christ. Ich tue mein Bestes. Mein Vater, Gott hab ihn selig, verdient es. Wie stellst du sicher, dass seine Seele in Frieden geht? Er liegt in der Kirche, wo er von der Familie Tag und Nacht bewacht wird. Und die Fenster stehen offen. Also sollte seine Seele ungehindert gehen können. Hast du ihm etwas seiner Habe mitgegeben? Er sagte immer, seinen Becher nimmt ihm niemand, nicht einmal der Tod. Außerdem hat er sein Leichentuch und etwas Branntwein. Und hast du Abbitte für seine Sünden geleistet? Was? Wieso? Meinst du, das ist notwendig? Ich bin sicher, er war ein guter Mann, aber niemand ist frei von Sünde. Wenn du willst, dass seine Seele aufsteigt, solltest du dich darum kümmern. Heilige Maria! Ich würde mir nie vergeben, wenn mein Vater wegen mir leidet. Was soll ich tun? Na, keine Sorge. Es ist meist nur eine Kleinigkeit. Gib etwas von seiner Habe auf und gib es an Bedürftige weiter. Oh, das klingt sinnvoll. Aber was? Geld oder Essen? Etwas Persönliches. Vielleicht sein Leichentuch. Ja, natürlich. Eine gute Idee. Ich bringe es sofort zu einem Bedürftigen.
Ich könnte das tun, wenn du willst. Du kannst mir vertrauen. Das würdest du tun? Danke. Geh zur Krankenstube im Kloster. Dort gibt es viele Bedürftige. Alles Gute. Boah, ist der Typ dumm. Ja, geil, wir haben das Leichentuch. Dafür müssen wir nur einen Verwandten schlagen. Das nenne ich doch mal eine gute Ausbeute. Nee, Moment. Oh, geil, Essen. Danke. So, was er es ist. Der hat doch echt gar nichts... Was irgendwie was an Wert hat. So, aufpassen, Junge. Oh. Beste Grüße. Ich habe das Leichentuch. Wirklich? Gute Arbeit. Ja, nun, es war nicht leicht. Da bin ich sicher. Und deshalb, Gott behüte dich. Hier ist sein Haus. Dem zeigen wir es. Dieser miese Betrüger. Scheiße. Knüpft ihn an seinen Eiern auf. Heinrich, lenkt sie ab. Was? In der Kiste ist eine Belohnung für dich. Was doch, trinkt sie ein, macht schon! Was? Was tust du hier? Er hat mich auch betrogen. Ich wollte ihm seine Tränke ins Gesicht werfen, aber scheinbar ist er schon eine Weile fort. Er ist wohl davongerannt, bevor ihn sein schlechter Ruf einholen kann. Bastard! So oder so sollte er lieber sein Gesicht hier nicht mehr zeigen. Gehen wir! Das hat sich doch angehört, als wären es viel mehr. Nun gut.